So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind ganz oben auf dem Stromboli. Es ist echt der Hammer. Wir sind jetzt auf dem Weg ins kleine Städtchen Capo de Orlando. Und wir sind mit einem fast Oldtimer unterwegs. Golf mit einem 2. Golf minus 1, hat man das Gefühl. Aber es, er fährt sich süß. Also er klingt auch geil. Ne? Hört doch mal. Ach. Jawohl, Lukas ist ordentlich aufs Gaspedal getreten. Und wenn wir die Berge hochfahren, müssen wir immer, musst du immer sehr viel aufs Gas treten, oder? Sonst fährt er rückwärts, ne? Erster Gang. Erster Gang, schön. Boom. Gerade hier im Städtchen Capo de Orlando und hier ist echt eine coole Atmosphäre und hier geht auch echt gerade so mega die Party ab. Mua. Moin Leute, ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Uhr wir haben. Wir haben 4.52 Uhr, wenn ihr es nicht glauben wollt hier. Wir müssen so früh raus, weil wir gleich die Fähre in Milazzo kriegen müssen, die uns zum Stromboli fährt, wo wir dann in den Vulkan steigen können. Die fährt leider nur so früh. Und da müssen wir auch noch mal eine Stunde fahren. Jo, bis gleich. Wir sind jetzt angekommen hier auf Stromboli und es ist echt wunderschön hier. Hier gibt es schöne enge Gassen und es ist sehr schönes Wetter. Wir werden gleich den Vulkan besteigen und treffen uns da mit so einer Reisegruppe. Und ich bin hier gerade in so einer engen Gasse und auf dem Weg zum Meer. Und das ist echt cool. Es ist nämlich schwarzer Sand hier durch den Vulkan. Hier im Hintergrund seht ihr schon das Meer. Muss mal die Kamera drehen. Das ist echt mega cool. Ich guck mal, ob ich hier direkt zum Meer komme. Das ist schon echt sehr schön. Hier sind wir, ne? Mua. Bis zum heutigen Tag, ich hätte keine Höhenangst, aber das ist echt hoch und der Trip ist auch mega anstrengend, aber das ist mega, mega schön hier hoch zu gehen und ich muss hier die ganze Zeit auf die Steine gucken, sonst falle ich runter. Es ist echt gigantisch. Da hinten seht ihr übrigens eine kleine weitere Insel, die zum Stromboli gehört und da gibt es einen Leuchtturm und an einer Stelle ist das Wasser 2200 Meter tief, also wenn ihr mal ein bisschen tauchen gehen wollt, dann würde ich euch die Stelle da hinten empfehlen. So, langsam wird es windig. Ich habe zum Glück eine Windjacke dabei. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass wir, das ist eigentlich nicht lustig, 100 Meter vom Krater Helm anziehen müssen, weil ab und zu Gesteinsbrocken durch die Gegend fliegen. Das wusste ich vorher nicht. Die können von der Größe her variieren. Deswegen sollte man einen Helm aufziehen. Gut, jetzt kann man es nicht mehr ändern. Jetzt ziehe ich ihn dann halt auf. Ne? Freiheit. So, man sieht jetzt hier im Hintergrund gut den Vulkan, die Rauchwolke, die da rausströmt. Und gleich wird auch wieder eine Explosion sein und da werde ich natürlich die Kameras alle anhaben. Aber jetzt müssen wir die Helme anziehen, falls irgendwelche Gesteinsbrocken fliegen. Und das hier, das sind Schutzbunker, also falls die Brocken so groß sind, dass selbst ein Helm nichts
nicht helfen würde, dann geht man unter diese Schutzbunker. Wir sind ganz oben auf dem Stromboli. Es ist echt der Hammer. Der Ausblick ist so gigantisch. Und wir haben drei Ausbrüche erlebt, die waren echt super. Und wir gehen gleich runter und wir haben schon Taschenlampen auf dem Kopf, weil echt wir quasi wirklich in der Dunkelheit runtergehen müssen. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Und es hat sich echt auf jeden Fall gelohnt hier oben. Du bist jetzt gerade am Abstieg. Und es ist echt sehr steil hier, sehr sandig. Sehr rutschig, muss man aufpassen, was wir machen. Man hört es vielleicht, wir lösen leicht Geröll aus. Es klingt so ein bisschen wie so eine Steinlawine, die runtergeht. Es ist sehr steil. Wir haben jetzt gerade hier Schuhpause, müssen den ganzen Sand, der in die Schuhe gekommen ist, entleeren und haben die Hälfte der Strecke ungefähr geschafft. Und der Ausblick ist auch bei Nacht gigantisch, aber man hat schon echt Respekt vor dieser Höhe und wirklich ein Schritt, es geht so steil runter, aber es ist echt cool hier oben. Also das ist ein bisschen wie im Dschungel hier. Wir haben rechts und links überall Gebüsch und man berührt dauernd irgendwelche Bambusstämme. Das ist echt ein richtiges Abenteuer. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Es war ein Hammererlebnis. Ich sehe wirklich sehr fertig aus. Ich freue mich gleich. Ich muss das Licht nicht extra noch aufdrehen. Ich freue mich gleich schlafen zu gehen. Ach, ich bin der Älteste. Stimmt gar nicht. Doch. Wann hast du Geburtstag? 8 November, Alter. November? Ich habe Dezember Geburtstag. Also bin ich der Älteste. Ja, verdammt. Schneide ich raus. Nee, also es ist echt wunderschön gewesen. Es war echt eines der gigantischsten. Scheiße, das Leinen müssen wir auch rausschneiden. Das war echt eines der gigantischsten Erlebnisse, die ich je hatte. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, die Bilder. Es war echt total toll. Ich schicke schöne Grüße. Macht's gut. Einen wunderschönen guten Morgen von Stromboli. Wir sitzen jetzt hier an der Reling, im Hintergrund Wasser. So, hier und dahinter noch der Vulkan. Und wir warten auf die Fähre, die uns wieder zurück nach Sizilien bringt. Und der Ausblick auch hier ist cool. Man guckt aufs Weite Meer. Guck mal gerade hier. Die Kamera. So. Mwah.